damit willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Assassin's Creed Syndicate. Ich könnte wetten, dass sich das so gehört, aber so am Anfang, das sah schon ein bisschen laggy aus mit dem rechten Ding da oben. Egal, wir starten einfach mal rein. Oh, jetzt kommt das Symbol. Wir dürfen leider jetzt nicht speichern. Wir dürfen jetzt leider das Gerät nicht ausmachen. Die zusätzlichen Inhalte, ich habe zwei Zusatz. Jetzt habe ich die CD weggelegt. Egal. Wir haben drei zusätzliche Missionen. Die eine umfasst 10 Missionen, also quasi eine zusätzliche Storyline. Eine 5, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Und die andere ist eine, aber dafür eine sehr actionreiche. Auf Deutsch fortfahren natürlich. Das ist wahrscheinlich am Anfang wieder viel zu laut. Ui. Die Geschichte ist ihr Spielplatz. Ah. Abstergo. Die schon wieder. Na, vielleicht die Fortsetzung. Hallo, Novize. Vor kurzem begann die Forschungsabteilung von Abstergo einige neue Projekte in London. Wir wissen beide, wenn Abstergo aktiv wird, dann haben die Templer etwas vor. Wir glauben, dass sie einem neuen Eden-Splitter auf der Spur sind. Ich habe Leute in London darauf angesetzt. Bishop, Jacob und Evie Fry sind Zwillinge. Wie geil ist das denn? Apropos, mach die Kameras fertig, Bex. Ich habe ein Bild. Wann schickst du die Daten? Sind unterwegs. Das ist eine Menge. Ich werde sofort die Novizen drauf ansetzen. Du siehst komisch aus mit einer Waffe. Noch eine kleine Wanze anbringen und dann mal sehen, was sie uns zeigt. Ich hab was. Isabelle Ardant hat hier eine Verabredung mit irgendwem. Da steht nicht wer. Da steht nicht mit wem, Rebecca. Aber es ist wohl Bishops Job, das rauszufinden. Moment, euer Auftrag lautet, findet Infos zu einem Edensplitter in London. Haben wir. Und jetzt würde ich gern das neue Spielzeug probieren. Es gefällt mir nicht, wenn die beiden vom Plan abweichen. Nun ja, wir können nur tief durchatmen und weitermachen. Du suchst nach dem Edensplitter in den Erinnerungen von Jacob und Evie Fry, Assassinenzwillinge aus dem viktorianischen London. Der erste Satz Erinnerungen wurde heruntergeladen. Viel Glück. Bruder George, es kam wie befürchtet. London ist gefallen. Dreimal schrieb ich dir und bat um Hilfe. Dreimal hast du geantwortet mit Schweigen. Und doch schreibe ich dir erneut, so verzweifelt bin ich. So wenige Auswege sehe ich. Ich brauche dich. London braucht dich. Du würdest sagen, die Aufgabe ist zu schwierig. Oder dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zu Geduld würdest du mir raten. Doch während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt. So skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Starrick und er will die ganze Welt beherrschen. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten. Und des Nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens The Blighters Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Es gibt kein Geschäft, das er nicht vergiftet, keine Person, die er nicht missbraucht hätte, sei es durch falsches Spiel oder rohe Gewalt. Und zusätzlich hat unser Feind es auch noch auf das höchste aller Ämter abgesehen. Und während du dich nach innen wendest, darf ich wagen, es zu behaupten, aus Angst wendet sich Crawford Starricks Ehrgeiz neuen Ufern zu. Zu Ländern und Kontinenten, die bislang unbesiegt waren. Nicht mehr lange, denn er weiß, wie ich es dir sagte, wieder und wieder und wieder, wer auch immer London beherrscht, beherrscht die Welt. Ja, 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 ja.
Oh, der Akzent, der ist geil. Der ist richtig cool. Aber es würde so ein bisschen abtören, wenn dann jeder so sprechen würde. Andererseits würde ich auf Englisch spielen, wäre da gar kein Akzent irgendwie, ne? Ja doch. Ich werde das nicht ausprobieren. Ich werde jetzt einfach auf Deutsch bleiben. Aber auf jeden Fall cooles Gimmick, dass sie daran gedacht haben. Hier wird das Eisen verladen. Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel. Nummer zwei ist Sir David Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, ihr schafft das? Was für eine Frage. Oh, richtig. Mein Fehler. Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Erleben Sie sie allabendlich im Covent Garden. George, ernsthaft, ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Und ich habe alles, was ich brauche, hier bei mir. Ich richte Ferris deine Grüße aus. Später, George, wir müssen den Zug erwischen. Jacob! Evie! Möge das Credo euch leiten, ihr Galgenstöcke. Armer Kerl, noch ängstlicher als sonst. Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Evie Fry, woher hast du das nur? Vom selben Ort wie du, Jacob. Stirb nicht! Dauert das noch lange oder geht's hier bald weiter? Er hält die anderen von der Arbeit ab. Stopft ihm das Maul und repariert die Maschine. Und bringt mir Laudanum für meinen Kopf. Nur ein wenig Geduld. Alles klar, jetzt auf ich. Erstmal so ein bisschen ausprobieren. Okay, mit R2 rennt man, also so wie immer. Sehr angenehmes Rennen, nicht zu hektisch, weiches. Ich wollte dich nicht von der... Achso, der Putz. Ist da gerade etwas? Okay. Würde ich jetzt stehen Stunden stehen bleiben? Meint ihr, ja, das wäre produktiv, was er da macht? ich gehe mal weiter. Ich will aber, bevor ich dort hochgehe, jetzt mal schauen. Ich glaube, dort oben kann man nicht weiter. Ich will einfach mich so ein bisschen erkunden. Am Anfang ist er einfach schöner. Ne, hier geht's auch. Boah, ich bin total überfordert. Aber zumindest wird man nicht irgendwie in dem Teil davor gleich in Kämpfe und alles an reingeschmissen. Klonen aufspüren und eliminieren. Vieres. So, grünen Punkt muss ich erreichen und den Typen, den wir da gerade eben gesehen haben, müssen wir wahrscheinlich umbringen. Ja, es war ja die Zeit, wo wir jetzt so reingestupst sind, wo die Industrie richtig zum Vorschein kam, wo sie alles entwickelt und oh, da wurde richtig Kohle geschäffelt und die Leute, die das entwickelt haben, die wurden echt reich, Alter. Aber es war auch die Zeit, wo sehr viel Kinderarbeit getätigt wurde. Da zu Anfang man einfach viel mehr Arbeit hatte. Bis dahin war es einfach nicht. Kann ich springen?
ist das denn? Das ist ja mal ein geiles. Das ist ja mal cool. Ich kann nicht springen. Ich bin am Schmattelsieren. Ein Messerchen. Gut. Dann springen wir eben nicht. Brauche ich auch nicht, denn wenn ich so weiterlaufe, wird das in der Folge nichts mehr. Irgendwo hinzukommen. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Versuche ich es mal hier lang. Einfach mal runter. Runter, Junge. Ja, du. Alles klar. Alles wird nicht. Der Bruder hilft dir. Vorsichtig, nicht rammen. Ich darf hier nicht bei der Arbeit stören. Sie haben schon schwer genug. Heftig. Okay. Mal, wie es weitergeht. Was glaubst du, was du da machst? Aufhören, bevor wir Ärger kriegen! Das niemand kommt rein oder raus, außer es gibt ein Problem. Ich halte die Maschinen an, die Tür öffnet sich und ich habe einen Weg zu Ferris. Du Lassbuch, du. Als ob ich eine Erklärung bräuchte. Das mache ich heute jeden Tag. Kreis. Ah, nicht gedruckt. Da fliegt mir eine Idee zu. Mir doch nicht. Et voilà. Ich hoffe, die Hinweise kommen jetzt nicht immer. Auch wenn ich's. Ja, obwohl, auch wenn es angezeigt wird, würde ich es wahrscheinlich nicht kommen. Ist nur die Zeit gegeben, wo man einfach nur auf den Knopf drücken braucht. Und dass mich auch niemand dass mich niemand aufhält. Wir sind erledigt! Bringt das in Ordnung! Schnell! Bevor die Aufseher kommen! Ferris holt sich unsere Köpfe! Jetzt sind die offen. Was soll denn das? Wer ist dafür verantwortlich? Du! Wer bist du? Der Hygienebeauftragte. Dieser Mann ist tot. Du bist der tote Mann. Hau ab nach Hause, Junge. Gleich wirst du. Ich schlitz dich auf, Winter. Junge! Ich fertig. Wow, der ist aktiv. Nein! Bam! Achso, ich darf nur mit Kontern. Jetzt kriege ich Ärger. Wow. Da muss man da echt schnell reagieren mit dem Kontern. Fällt deine Innereien auf den Boden! Ah! Erstmal das Witzchen abgeschlagen. Typ. Oh, heftig. Und, man kennt es ja. Achso. Das konnte man ja in dem letzten Teil gar nicht machen, glaube ich, oder? Hugo ist hier. Die hätten wir aber auch mal aufmachen können. Immer unhöflich, diese Tür. Zu dir, Ferris. Ich muss noch etwas weiter nach oben. Ich
Oh, der macht das aber sehr elegant. Ah, du brauchst ihn nur nicht verstecken. Was? Nur noch eine halbe Stunde? So ein Assi, ey. Alter, was für ein Arschloch. Ich höre dir überhaupt nicht zu. was? Ah, okay. Irgendwie eindeutig. Der Tauriel entdeckt. Gegner, die sie sehen können, schöpfen Verdacht. Na, Controller, nicht wegfliegen. Wenn sie in ihrem Blickfeld bleiben, werden sie aggressiv und greifen an. Gehen sie hinter eine Deckung, um Gegner zu schütteln. Sie werden dann ihre letzte bekannte Position untersuchen. Und jetzt kümmere ich mich aber um dich! Dich bäume ich. Stimmt. Du frecher Hund, warte nur, bis ich da bin. Ja. Warte nur, ich hack dich in Stücke. Du siehst mich doch gar nicht. Genau, dreh dich um. Damit ich von hinten komme und dich klatschen kann. Also das sieht aber in jedem Teil einfach gleich aus. Aber was will man doch nass machen? Das ist ein bisschen blöd. Aber egal, du bist der Nächste. Wow, lag da gerade ein... Flug da gerade ein Hammer in der Luft. Oh ja, das tut er. Fängt gut an. Nein. Ist was passiert. Dafür haben die das ja hier so wahnsinnig geil detailliert gemacht. Aber nur da mal. Hä? Wo denn? Dort hinten, Alter. Mach ich den hier. Zack. Das ist der letzte Fehler, die. Zack. Also wenn ich bei jedem jetzt so hinrennen kann, dann ist das. What's in going on? Ja, komm doch. Weicheier. Ich komm dir gleich. Und sei schön. So schnell geht das. Komm, dein Akku ziehen. Du machst mich krank, weißt du das? Ah, und dann geht eine rote Leiste. Alles klar. Also wirklich klappen tut das nicht. Bam! Du als Sechstes. Zack! Ich werde mich endlich mal entdecken, dieses Weichei. Ich bin schon längst über der Zeit, aber ich will zumindest mal gucken, was hinter der Tür ist. Hinter der Tür? Okay. Öffnen! Doch nicht schleichen. Oh, warte, halten Sie hinter einer Deckung L2 gedrückt. Um zu zielen, drücken Sie dann R2. Ja, aber. Aber. Luftschiffe. Ja, unglaublich, oder? Wem weißt du's? Aber. Von dir, du versoffener Hohlkopf, hast den ganzen Nachmittag. Hat er sich jetzt hinter die Deckung gemacht? Ich konnte dich ja. Ebenso wie ich. Ah, dann macht er das automatisch. Und das Adlerauge scheint wohl dauerhaft zu gehen. Tatsache, ich bewege mich auch schneller. Hast du ihn gesehen?
Das ist Tatsache. Der macht das automatisch. Das ist ja cool. Aber automatisch ist ein bisschen. Das ist wirklich ein gutes Versteck. Junge, komm her! Lass nicht auf dem anderen liegen. Das ist pervers. Ich würde aber sagen, wir machen einen Cut. Denn das könnte noch ein bisschen dauern. Zu lange will ich auch nicht machen. Daher sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.